So, meine Lieben, herzlich willkommen zu einem neuen Herzbeben-Orakel. Ich bin Michael Ruben-Dietrich. Ich freue mich, wenn du gleich dabei bist, wenn wir ein bisschen mal reinschauen, wofür brennt sein Herz, ja? Sein Herz, es brennt, so soll es sein. Und hoffentlich für dich und wie es brennt und was es zum Brennen bringt, das erfährst du jetzt in diesem Orakel. Viel Spaß dabei. Und meine Lieben, wir haben 3 Karten vorbereitet, natürlich meine Erzengel Michael-Karten, wir haben das Crowley-Tarot und natürlich meine Lenormand-Karten, die es jetzt auch endlich im Shop zu kaufen gibt. Ich bin ganz froh, endlich, es hat lange gedauert und es steckt viel Arbeit, viel Herzblut. Ich habe jedes Bild selbst gemacht da drin, also es steckt meine Inspiration in den Karten und natürlich auch das, was ich mit den Karten empfinde und auch sehe. Ja, wir wollen schauen, wofür brennt sein Herz, ja, und das wollen wir uns mal anschauen. Wir fangen mit den Erzengel Michael-Karten einfach mal an und schauen uns diese an, welche Information, welche Botschaft wir erstmal bekommen, was so in seinem Herzen los ist, ja. Also da ist es wirklich so, er möchte drüber sprechen, ja. Das ist also schon mal eine ganz wichtige Sache, dass er über das, was ihn bewegt, auch wirklich reden mag, ja. Und hier haben wir wirklich eine Karte dabei, die uns sagt, dass sie, ja, dass sein Herz schon wirklich Feuer und Flamme ist, ja. Das ist also da, dass er sich aber im Moment nur flüchtig drauf konzentrieren kann. Das sagt diese Karte, ja. Volatilität ist, ja, Flüchtigkeit, gibt es das Wort überhaupt? Wie kann ich es denn übersetzen, ja? Also es ist immer mal da in seinen Gedanken, in seinem Herz geht er in diese, ja, vibrierende Phase hinein, lässt das Gefühl auch zu. Das ist in jedem Falle hier schon mal erstmal da. Das heißt, wir hoffen mal, dass sein Herz, wenn es brennt, dass er ihm mehr Konzentration schenkt, ja. Hier geht es Akzeptation. Also er wird es akzeptieren, er wird es zulassen. Das ist doch schon mal eine super Geschichte. Also wenn sein Herz bisher nur flüchtig für dich geschlagen hat oder eben das immer mal aufkam und dann hat er das, wie ein Mann halt so nun manchmal auch ist, es dann wieder rational weggeschoben, ja, dann war das jetzt so oder ist es so, dass er jetzt auf dem Weg der Akzeptanz ist. L'ange de la paix, der Engel des Friedens, also wirklich die Akzeptanz, den Frieden, den inneren Frieden, die innere Zufriedenheit und Stärke dadurch spüren, erleben und fühlen. Und das ist jetzt also wirklich so der Hauptpunkt, der mit da ist, den ich auch als sehr gut erachte und sehr gut betrachte. Denn wenn jemand in Akzeptanz geht, dann sagt er sich selber, hey, das ist schon alles richtig, das ist alles okay, was ich hier mache. Es ist alles okay. Völlig in Ordnung und ich bleibe oder gehe jetzt den Weg, dass ich diese Gefühle, die ich habe, für dich hege, auch wirklich akzeptieren werde. Also darum geht es jetzt, darum, das ist jetzt so die Botschaft erstmal, dass wir wissen, sein Herz brennt, ja, es brennt auch immer wieder, er hat es vielleicht mal weggeschoben, aber jetzt geht er ganz klar in Resonanz, in die Akzeptanz hinein und wird mit dir hier ganz neu durchstarten wollen. Also sein Herz brennt für dich, das Feuer ist da, auch dass so langsam das Gefühl sich auf seine Zunge legen wird und er das aussprechen wird. Er wird es wirklich auf die Zunge legen und auch aussprechen. Und ich glaube, das ist so das, wo ihr alle doch, glaube ich, ganz händeringend auch darauf gewartet habt, dass das Ganze wirklich passiert. So, das finde ich schon mal sehr schön. Die lassen wir auch mal hier liegen. Und jetzt schauen wir einfach mal,
was uns das Tarot dazu sagen mag, ja. Denn auch da haben wir ja natürlich noch mal ein paar Informationen dazu. Und wir schauen es uns an. So, haben wir mal ein paar Karten rausgezogen. Und da bin ich jetzt schon gespannt, was hier kommen wird, ja. Ja, Interferenz erstmal, sein innerer Kampf, ja. Das ist das, was da ist, ja. Das ist das, was ich dir gesagt habe, dass immer wieder dieses Gefühl, dass das Herz für dich brennt, immer wieder aufkocht. Es kommt immer wieder zum Vorschein, ob er es will oder ob er es nicht will, ja. Er muss jetzt aber sich entfesseln, ja. Er muss aus dieser Gefangenschaft heraus. Er muss wirklich sagen, okay, ich bekomme mich da in den Griff, ja. Und auch, dass die Beziehung ein wichtiges Element ist. Und bisher hat er sich das selber verboten, dass das Ganze auflebt. Also er hat selber eine Hemmung da reingegeben, er hat eine Hemmschwelle gebaut, eine Hürde, vielleicht auch eine Enge. Deshalb ist im Moment da eine schwierigere Phase da, eine sogenannte Durststrecke könnte man sagen. Aber es geht hier wirklich voran. Also das ist das Thema, womit er sich auseinandersetzen wird, ja. Und wir haben dann auch gleich den Ritter der Schwerter mit dabei. Also die Schwerter sind ein bisschen das Leitmotiv, ja, das da einfach mit drin ist, ja. Und der Ritter der Schwerter zeigt eigentlich erstmal, ja, so eine Eiszeit auch an in Sachen Liebe, ne. Und dass er sich wirklich, dass er einen inneren Kampf fechtet. Er fechtet einen inneren Kampf. Er geht aber voran, aber er muss diesen Kampf, da kannst du ihn auch nicht darin unterstützen. Dessen musst du dir bewusst sein. Du kannst hier aktuell im Moment nicht, ja, nicht der Mensch sein, der es rausholt, sondern diesen inneren Kampf, den musst du bitte ihm überlassen. Du kannst ihm mit guten Worten zutun und sicher sein, dass er in die Akzeptanz geht. Der Weg ist da, die Engel führen ihn dahin, die Energien führen ihn dahin, wir führen ihn dahin. So, und wenn er diesen Kampf ausgefechtet hat, dann kommt er in die Stabilisierung. Und das ist ja auch wieder eine ganz tolle Karte. Also es ist schon wieder eine Stabkarte, wir haben Stab 4, für die, die die Karten nicht kennen, hier stehen. Und das ist die Vervollständigung oder die Komplettmachen, ja. Das ist es, was hier jetzt einfach kommen wird, also eine Vervollständigung. Und er spürt und sein Herz, das ja für dich brennt, sagt ihm hier, du musst jetzt schauen, dass du das vervollständigst. Bejahe es lebensbejahend, sei offen, suche die Geborgenheit, folge deinem Trieb, folge deiner Lust, folge dem, dich zu komplettieren, um nicht deine Wege ganz alleine zu gehen und dass du dich an ihm erfreuen kannst und er sich an dich und vor allen Dingen an dem, was ihr gemeinsam jetzt erschafft und erlebt. Das ist die Komplettierung, das Wort habe ich vorhin gesucht, das ist immer mit meinen vielen Sprachen, ich spreche ja 4 Sprachen fließend, das ist immer manchmal so, muss ich immer überlegen, wie heißt es jetzt auf Deutsch oder wie heißt es auf Englisch oder Französisch oder Italienisch, ja, also offen sein, auf sich herausgehen und vor allen Dingen, er wird dich in seinem Leben willkommen heißen. Diese Karte sagt mir immer, du bist willkommen. Wann hast du es zuletzt gehört? Wann hast du es zuletzt gespürt, erspürt? Oh, und hier haben wir gleich die Chance dazu. Meine Lieblingskarte, 2 Scheiben. Also eine meiner Lieblingskarten, aber für die, die meine meine Videos öfter gucken, nicht Tutorials, meine Videos öfter schauen, die wissen, dass mit 2 Scheiben sich jetzt wirklich was bewegt. Denn das ist die große Chance, das ist das Geschick, das ist bei Crowley wirklich der Wechsel. Also er kommt aus der Hemmung heraus, fechtet seinen inneren Kampf. Ihm wird klar, dass er sich komplettieren muss und hier
zu, benötigt es schlicht und ergreifend eine Veränderung. Und diese Veränderung, die wird kommen. Diese Veränderung wird es geben. Diese Veränderung wird kommen. Was braucht er, um diese Chance zu ergreifen, diesen Wechsel möglich zu machen? Er braucht einen Perspektivenwechsel. Sag ihm ruhig einmal, wenn ihr wieder ins Gespräch geht, betrachte es doch mal aus meiner Sicht der Dinge heraus. Betrachte es mal aus meiner Sicht der Dinge heraus. Das kannst du ihm einmal sagen, ja? Es ist so, dass er diesen Wechsel braucht. Weil hier ist die Komplettierung, die Unbeschwertheit, die Chance dabei. Und er muss sich das angucken, aus einer anderen Perspektive heraus. Vielleicht ist er im Moment in einer gewissen Tristesse oder so auch drin, ja? Dass er aus dieser Tristesse herauskommt und neue Wege bisher vielleicht gar nicht so richtig in Betracht gezogen hat, ja. Vielleicht war er da einfach zu sehr ohnmächtig mit dieser Karte und auch mit der, ja. Und hat sich so ein bisschen hängen lassen. Und jetzt vielleicht sitzt er auch mit der Karte zwischen zwei Stühlen, aber er wird den neuen Weg gehen, den Weg, wofür sein Herz brennt. Das Herz brennt für das Akzeptieren. Das heißt, das Herz sagt ihm, auch wenn der Kopf was anderes sagt, Herz über Kopf muss es sein. Und dann passt das Ganze wirklich, wirklich, wirklich gut. Ne? Also er kann es umkehren und er wird diese andere Sichtweise absolut in Betracht ziehen, um hier in sein strebendes Glück hineinzusteuern und hineinzukommen. Und das gefällt mir doch auch wiederum sehr, sehr, sehr gut. So, und jetzt schauen wir abschließend noch mit dem Lenormand damit drauf. Ja, vielleicht brauchen wir die auch nochmal, vielleicht gehen wir nochmal auf einen Punkt der Karten Retour. Und meine Lenormand-Karten. Die sind endlich im Shop. Ihr könnt sie bestellen. Der Link ist unten in der Videobeschreibung drin, ja. Und mit dem Code Michael20 gibt es auf den gesamten Warenkorb 20%. Also auch wenn ihr jetzt von jemand anderem noch, von Christoph, Linda oder Doreen oder ähnlichen, noch ein Produkt dazu packt, werden die 20% angerechnet, so wie ein Produkt von mir auch drin ist. So, und jetzt schauen wir uns das an. Ja. Also die erste Karte, die das Thema zeigt, ja, ist der Anker. Der Anker zeigt die Verankerung. Also er muss sich jetzt wirklich auch langsam mal festlegen mit einer Sache, ja, und sollte da wirklich hinkommen. Und das sind einfach so die Punkte, wo ich sehe, ja, es entspricht, der Anker entspricht genau der Stab 4, die wir hier hatten, nämlich der Komplettierung, der Akzeptanz der Komplettierung. Es geht darum, einen Anker in einen neuen, anderen Hafen zu werfen und das wird er auch tun, ja. So, das wird er tun über Winter, aber auch hier die Anziehungskraft, sein Herz brennt, sein Animus brennt. Also auch wirklich, er fühlt sich auch auf der erotischen Seite, auf der sexuellen Linie auch wirklich ganz zu dir hingezogen. Und das ist doch wunder, 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 wunderschön. Ja, also ich kann es nur so sagen, dass das wirklich hier eine ganz tolle Geschichte ist. Also es wird wirklich voller Anziehungskraft sein. Übrigens, ich habe jetzt gerade mal die Kerze noch geholt. Von der Erzengel Michael Zeremonie, die noch läuft, also die brennt jetzt noch ein paar Tage, aber schaut euch auch mal das Licht an, der Kerze, das ist schon Wahnsinn, wie die Energie da ist. Ich habe die 3 Tage lang geweiht, geölt, gesalbt, ich habe alle Gebete gesprochen, habe euch wirklich in die Energiefelder die Energie übertragen und ich finde, die ist wahnsinnig schön, wie sie brennt, also wirklich von einer tollen, tollen Energie, dass ihr das auch nochmal gesehen habt, ja. So, hier haben wir wirklich jetzt die Anziehungskraft dabei und es wird auch schnell gehen, dass er sich verankern möchte. Also diese Verankerung wird relativ schnell sein, also das Glück ist mit dabei gegeben, dass er wirklich jetzt auch aktiv werden wird. Pardon. Aktiv werden, um mit euch eine Reise zu gehen, um die Sehnsucht, die er hat, zu stillen. Diese Sehnsucht und diese Erwartung
abzukürzen. Ein Schiff geht ja immer einen langen Weg, ja. Und da hat man einfach immer wieder andere Erwartungen dabei und drin. Und diese Sehnsucht wird er jetzt absolut stillen. Und das ist doch schön, dass er dem nachkommt und dich auf seine Lebensreise einladen wird und mitnehmen wird. Super. Leichtes Herz dabei. Er geht in das Gefühl, sein Herz, es brennt. Und das ist ganz klar da. Sein Herz schlägt für dich, sein Herz bebt für dich. Er folgt jetzt diesem Impuls und diesem Herzschlag. Und es kommt zu den Treffen. Es kommt zu den Treffen. Man kann sagen, die Zeit Winter bis Frühjahr ist die entscheidende Zeit. Da wird es sich verändern. Natürlich muss man immer beachten, es ist ein allgemeines Orakel. Es ist schön, wenn du mit in Resonanz gehen kannst. Dennoch sollten wir miteinander sprechen, um deine eigene Situation ganz klar und deutlich auch anzusehen. Er findet dich attraktiv, er findet dich anziehend, er findet dich, ja, ups, fallen hier Karten runter. Er findet dich anziehend, er findet dich, ja, hübsch und attraktiv auch, auch wenn du das vielleicht selber nicht so siehst. Sein Herz empfindet aber so. Und da spielen allen Altersunterschied oder irgendwas, spielt alles keine Rolle, denn sein Herz brennt für dich. Ja, ihr könnt natürlich die Beratung intensiv mit mir zusammen buchen. Ja, es gibt auch wieder schöne Zeremonien. Ich zeige sie nochmal, weil sie brennt einfach wirklich wunderschön, muss ich sagen. Ja, es ist wirklich eine tolle, 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 tolle Kerze. Die Erzengel Michael-Kerze, die hier jetzt noch abbrennt. Und auch die Energieübertragungen waren sehr schön. Und wir werden das natürlich auch wiederholen mit anderen Zeremonien, die ja jetzt noch anstehen. Vistualseelenwunder, St. Cecilia, habe ich noch ein paar Plätze frei. Und gerne beleuchte ich auch deine Situation mit dir ganz persönlich. Gerne in einem 1:1-Gespräch. Schreibt mich an per E-Mail, per WhatsApp. WhatsApp ist immer der allerbeste Weg und da gibt es auch immer ab und zu einen kleinen Impuls für euch, wenn ihr mir bei WhatsApp geschrieben habt. Und ja, also gerne auch bei Facebook könnt ihr auch immer mal wieder reinschauen, gibt es auch immer ein bisschen was Neues. So, für alle, die dabei sind, sie brennt langsam, sie brennt also in jedem Falle noch mindestens 3 Tage und wird auch nicht ausgepustet, sondern wird durchbrennen. Also die muss durchbrennen, die Kerze. Bringt die dann auch gleich wieder zurück auf den Altar. Ich wollte euch nur zeigen, dass sie also das alles in der Mache ist und dass ich auch selber sehr schöne Erlebnisse damit hatte. Und wenn ich mir das hier angucke, was hier einfach liegt, wirklich aus der Flüchtigkeit heraus, aus der Hemmung heraus, geht er den Wechsel an, um sich zu komplettieren, mit dir eine Reise seines Herzens zu machen, sich fest zu verankern, neue Perspektiven zu gewinnen, ist es eine sehr schöne Aussicht für die kommende Zeit. Und ich hoffe, dass dir das Herzbeben-Orakel heute gefallen hat. Und wenn es dir gefallen hat, kommentier gern, like gerne, teile es gerne. Ich freue mich auch mal über ein Dislike, kriege ich ja auch immer. Also wenn es euch nicht gefallen hat, macht auch ein Dislike, ist auch kein Problem. Ich freue mich auf die kommenden Videos, wenn ihr wieder dabei seid. Ich bin von Herzen mit Liebe und mit Freude bei euch und das möchte ich euch schenken und wünsche euch ein tolles Wochenende. Alles Liebe, dein Malkiel.